Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Enderal. Ja, ihr seht es schon, ich habe mich hier ganz, seltsam positioniert hier auf dem Dach. Eigentlich, weil ich den Stimmen vom Marktplatz entgehen wollte, aber man hört die hier oben trotzdem. Also ich hätte noch ein bisschen weiter weggehen müssen. Und ja, wir sind wieder in Flussheim oder immer noch in Flussheim, besser gesagt. Und bevor wir hier dann spannend weitermachen, in der letzten Folge hatten wir uns ja noch mit dem Major, der da in dem Haus wohnt, auseinandergesetzt, wollte ich euch noch ein, zwei Sachen zeigen. Und dann geht es auf jeden Fall wieder spannend mit den nächsten Quests weiter. Und zwar, ich habe inventarmäßig ein bisschen was gemacht. Also ich habe hier zum Beispiel noch diverse Erze geschmolzen zu Barren. Und ich habe hier zum Beispiel an der Gerbstelle noch aus Lederhaut Lederstreifen gemacht. Ja, mich mal ein bisschen hier rum probiert, Jagdlangbogen verbessert, dies, das. Und ich wollte euch dann noch zeigen, zum Beispiel hier an der Gerbstelle, da kann ich jetzt, ich habe ja den Bauplan gefunden, magieerfüllte Robe, und die kann ich hier herstellen. Da steht dann immer unten die Voraussetzung, was man dafür braucht. Und ich habe mir das natürlich alles ins Inventar gepackt. Ich hatte nämlich nicht alles. Also ich hatte, ich glaube, Lederstreifen und Einzelteile. Aber ich hatte zum Beispiel keinen alten Stoff. Und den kann man bestimmt auch irgendwie herstellen. Ich habe ihn aber gekauft von dem Gerber hier nebenan, der mir so freundlich ist. Von wegen, nee, meine Waren sind nur zum Bestaunen da. Genau. Und das wollte ich mit euch jetzt einmal kurz machen. Weil das ja auch neu ist. Ja. Und dafür kriegen wir auch wieder ein bisschen EP. Genau. Und man könnte jetzt hier zum Beispiel, wenn man noch so Tierhäute hätte, auch Lederhaut herstellen. Oder Rucksack, Lederstreifen. Aber das haben wir alles schon. Aber das ist eigentlich ganz cool, weil, man kann dann damit ja wieder viele Sachen herstellen und eben dann ja natürlich auch verkaufen. So, dann schauen wir doch mal hier. Magie erfüllte Robe hat halt Gewicht von 1 und, Mana regeneriert 10% schneller. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt aktuell anhaben. Ah ja, okay, wir haben die gleiche gerade an. So, nee, die sieht schon ein bisschen anders aus. Aber wir nehmen mal unsere eigene. Und die können wir im Prinzip dann verkaufen. Ja. Und die macht ja im Grunde genommen von den Werten her das Gleiche. Können wir mal gucken. Ja, sieht auch schon, finde ich, ein bisschen schicker aus. Richtig cool. Ja? Eher, ne? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So. Ach, der nimmt das gar nicht. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Na, dann gehen wir nochmal... gehen wir nochmal hier rein. Vielleicht nimmt der das. Das will ich nämlich schon ganz gerne nochmal kurz loswerden. Und dann wollte ich euch... Willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Oh. Ups. Dachte, ich hätte den schon angeschnackt. Schaut einfach selbst. So. Schreitet haben wir das auch schnell gemacht. Der hat hier übrigens auch relativ viele Bücher im Inventar. Ich habe davon jetzt noch keins gekauft. Aber auf jeden Fall sehr viele Bücher, die ich auch noch nicht gelesen habe. Also das ist, muss ich mir mal merken. Das wäre wieder was für meine Spezialfolgen. Schreitet wohl, Maidan. Schreitet wohl. Genau, und dann hatte ich hier noch was entdeckt, was ich euch auch noch zeigen wollte. Und zwar dieses Haus. Und hier stand irgendwo... Untersuchen, versperrte Tür. Und da bin ich natürlich auch schon mal sehr gespannt, was das hier auch hiermit auf sich hat. Wir gucken mal. Die Tür ist versperrt. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg in das Haus hinein.
Okay, ja, vielleicht übers Dach? Ja, obwohl, das macht eigentlich keinen Sinn, ne? Ups. Na, ja, hier ist auch nichts. Untersuchen, zerfallene Kaminwand. Die Wand des Kamins ist eingestürzt. Es sieht so aus, als könntet ihr hindurchpassen. Na. Oh. Boah, kommt man hier rein, wird man direkt erstmal angegriffen, ey. Alter Schwede, ey. Ach Quatsch. Ja, das war ja wieder was, Leute. Direkt rein und gleich, ah, hier. Und gleich, angegriffen, weißt? So, dann habe ich euch uns mal ein bisschen Licht gemacht. Auch ein paar Groschen. Oh, schlafen könnte man hier auch. Das machen wir wohl auch gleich mal. Ach, guck mal hier. Die Herren der Verstoßenen. Die verlorenen Fragmente finden. Oh, was? Wie geil ist das denn? Ich hab das gar nicht... Was haben wir denn da gefunden? Ich hab das gar nicht so schnell geblickt eben. Fragment linkes Horn war das. Ja, da wir halt hier in Flussheim sind, nehme ich natürlich dann alles, weil das kann ich natürlich alles verbrauchen. Ja, das auch, aber das kann ich auch alles verkaufen. Phasmalistentisch. Oh, Leute, was ist das hier für ein geiler Scheiß? Lehrbuch Entropie. Was war das eben für ein Sound? Ups. Habt ihr das auch eben gehört? Phasmalistentisch. Ich fass es nicht, Leute, ey. Hört alles zusammen. Ey, geil. Da muss ich erstmal gleich gucken. Ach, von hier sind wir reingekommen. Ah, okay. Ja, dann lasst uns mal gucken, was man hier machen kann. Phasmalistisch Talisman schaffen. Attribute. Ihr tragt kein Talisman. Talisman erschaffen. Wählt einen Gegenstand zum Erschaffen. Na, das können wir wohl noch nicht machen. Ausrüsten. Ah, okay. Kampfstil. Ja gut, dafür braucht man dann wahrscheinlich diesen Talisman. Und hier ist ja noch ein Feld frei. Ah, das ist ja geil. Jetzt muss ich mal gucken. Ein Erinnerungspunkt haben wir. Aber ich gehe mal kurz in die Meditationswelt oder in den Meditationsraum hier. Erscheinung beschwören. Ihr könnt die an eure ausgerüstetes Amulett gebundene Erscheinung beschwören. Ja, hier war das. Ich wusste das. Ihr könnt Talismane mit Stufe 1 Seelen
am Phasmalistentisch herstellen. Das müssen wir erst freischalten, Leute. Ja, mache ich das jetzt schon? Ich meine, einen Erinnerungspunkt habe ich noch. Dimensionsriss. Setzt einen Gegner kurzfristig außer Gefecht, absorbiert in Schüben seinen Mana und seine Ausdauer fügt ihm die so entzogene Energie am Ende des Effekts als Schaden zu. Besonders effektiv gegen feindliche Magier, kann nur auf Gegner gewirkt werden, die maximal 8 Stufen über euch sind. Ist ja auch ein geiles Talent, ne? 1, 2, 3, 4 müsste man dafür verballern. Seele verschlingen. Verschlingt die Seele eines verstorbenen Feindes und absorbiert einen Teil seiner Lebenskraft, seines Manas und seiner Ausdauer. Arktiswind. Ja, Leute, machen wir das jetzt schon? Können das ja machen, ne? Ist egal. So. Ja, haben wir freigeschaltet. So, Leute, dann gucken wir jetzt nochmal an dem Tisch. Ah, ich bin ja auch einfach immer so neugierig. Ah, nee, geht trotzdem nicht. Ja, wahrscheinlich braucht man da noch irgendwelche Sachen für. Aber egal, wir haben das jetzt erstmal. Ach, jetzt steht hier Sinistropen. Stand da nicht sonst immer Phasmalistin? Naja, egal. So, dann weiter im Text. Oh, ich muss auch erstmal, bevor wir weitermachen, sehe ich gerade, hier mal den ganzen Kram loswerden. Verbrauchsgegenstände. Ach, das war... Ich hatte nur... Hier kommt doch immer so ein komisches Geräusch. Was ist das denn? Immer kurz das ausprobieren. Nee. Ich hatte manchmal gedacht, dass, wenn mal kurz, 3 Stunden, mal gucken, ob das reicht für die Lebensregeneration. Ja, sehr gut. Ich habe manchmal gedacht, dass hier irgendwie so eine Seele vielleicht ist, weil hier immer so ein, vielleicht habe ich das auch nur eingebildet, so ein komischer Sound hier kam. Ey, geil, Leute, was haben wir da für einen coolen Kram entdeckt? Das ist ja richtig cool. Ich hoffe, wir können bald was machen da an dem Phasmalistentisch. So. Und ich hatte ja gesagt, wir gucken nochmal. Ja, das auf meinen Reisen fand ich ein seltsames Objekt. Es scheint sich um ein Fragment einer steinernen Trophäe zu handeln. Ich sollte es bei mir behalten und versuchen, noch mehr davon zu finden. Vielleicht kann mir das zu einem späteren Zeitpunkt von Vorteil sein. So, und ich hatte ja gesagt, dass wir auf jeden Fall hier weitermachen. Genau, Klarwasserhöhle müssen wir noch hin. Hier das mit Jero. Und hier gesucht in Flussheim den flüchtigen Mörder Pylas irgendwas finden. Ach so, nee, Weltkarte. Das war hier hinten. Dann war hier ja Jeros Haus, die Schatulle.
Oh, das ist hier alles irgendwie so auf einem Eck. Und hier irgendwo, hier in dem Gebiet, da war auch das mit der, mit der Tante hier, mit dem Schönheitselixier. Danke nochmal, wirklich. Ohne dich hätte danke. Ich das nie geschafft. So, und wie gesagt, bevor wir weitermachen, werde ich nochmal einmal eben schnell die Gegenstände loswerden, die ich noch alle so im Inventar habe. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, und da bin ich wieder. Ich habe soweit erstmal hier alles ausgeladen. Inventarmäßig sieht das auch ganz gut aus. 109 haben wir dabei, 401 können wir tragen. Und was wir auf jeden Fall nochmal machen müssen, hier die Spelunke aufsuchen zur betrunkenen Biene. Und das mit dem Spieltisch nochmal ausprobieren. Hm? Was wollt ihr? Hm? Schnacken. Hm? Was wollt ihr? So. Okay, den habe ich wohl schon mal irgendwie angesprochen. Ja, jedenfalls werden wir jetzt erstmal aufbrechen. Denn das mit dem Spieltisch kann man irgendwie nur abends machen. Aber so spät ist das noch gar nicht. 16.48 Uhr. So, und ich guck nochmal auf der Karte. Ja, genau, also wir sind hier richtig und wir werden aber gleich die Chance nutzen und quasi hier unten an der Küste entlang gehen und da nochmal einiges erkunden und das sozusagen dann gleich mitnehmen. Verdächtige Erdhaufen, ja, seht ihr, Leute, gleich was entdeckt. Richtig gut. Ja. Sehr gut, nehmen wir alles. Oh, Baumwolle noch. Ja, schön. Lohnt sich doch immer wieder, den ein oder anderen Umweg hier zu gehen. Schön, schön. Und dann müsste es eigentlich auch, glaube ich, schon bald kommen. Ich werde mal schleichen. Das sieht hier irgendwie schon wieder nach Gegner aus. Was? Ich gar nicht mehr hier. Okay, habe ich gar nicht mehr den Bogen da drinne. Nee, tatsächlich, Leute. Ja, weil ich, glaube ich, einen neuen irgendwie hergestellt habe oder den verbessert habe. Ja, ist ja allgemein hier wieder ganz schön viel durcheinander. Eins. Zwei, drei, vier, fünf... Zwei habe ich gar nicht vergeben, ne? Ja, das machen wir mal eben schnell, dann mache ich das nämlich so. Magierlicht hier. Der ist auch nämlich gut, den benutze ich auch recht oft. So machen wir das. So. Bogen, wie schön. Na? Doch keiner? Interessant. Ich hätte ja schwören können, hier sind wieder irgendwelche Schurken. Naja, da hinten sind auf jeden Fall schon wieder lästige Hunde. Naja. So ist das eben, ne?
So, dann gucken wir doch hier oben gleich. Gleich mal. Ob es hier noch was zu holen gibt. Oh, heute habe ich es auch mit dem Verfriemeln hier, ne? War ich hier schon? Ich war doch hier noch nicht, oder? Oh, Fegelosenlage entdeckt. Oh, Leute, hab ich richtig Glück gehabt. Ich wäre fast wieder reingelaufen. Scheiße, sie sehen mich immer gleich. Wieso sehen die mich denn immer gleich? Was ist denn das für ein Scheiß? Guck mal, die haben mich immer gleich auf dem Schirm. Ey, das ist ja blöd, Leute. Zücken auch immer gleich das Schwert schon. Ups. Erde. Ich kann das nur erahnen, wo die sind. Oh, ich würde ja gerne diesen Schleichschaden schon ganz gerne kassieren. Ich schieße da denn immer im blauen Dunst. Geht nicht, Leute. Es ist... Ja, über die Kante schießen, da treffe ich auf jeden Fall nicht. Das ist ja schwierig, Leute, dass die einen immer gleich auf dem Schirm haben. Ja, ja, das können wir vergessen, Leute. Da muss ich die... nee, Quatsch, wo habe ich jetzt den... Wo habe ich denn jetzt den
Den Stab. Ach, den habe ich auch gar nicht mehr. Ja, mache ich den auf 6. Anrufen können wir sowieso nicht. Naja, dann speichere ich hier nochmal ab. Und dann schäle ich dir das Fleisch von den Knochen. So. Bevor ich jetzt hier noch weiter rumeier da, ich weiß nicht, mit dem Schleichen, ja, das ist wahrscheinlich einfach so. Magierlicht, ja, das haben wir schon. Schön, danke. Och, eine nette, warme Suppe, die nehme ich doch gerne. Wie schön. So. Und die andere Trulla, die lag hier, ne? Okay, danke. Gut, dann haben wir das auch. Das hatte ich, glaube ich, schon von Weitem irgendwann mal gesehen. Ich gucke hier nur einmal schnell. Ganz grob, ob hier was ist. Ich gucke ja sowieso immer offscreen nochmal ganz, ganz, ganz genau. Und... hier ist aber, glaube ich, weiter nichts. Also zumindest nicht hier in dem Gebiet. Gut, okay, Leute, wie schön, haben wir das auch erledigt. Sind wir gar nicht mehr so weit gekommen jetzt. Aber das ist nicht schlimm. Wir werden dann in der nächsten Folge hier weitermachen. Und dann entsprechend die Küste hier weiter erkunden. Dann geht es auch auf jeden Fall mit den Quests weiter. Ich überlege jetzt gerade nur. Ja. Naja. Wir hätten sonst da noch pennen können, aber... ach, jetzt sind wir hier bei der Rückseite von diesem Stollen, wenn ihr euch da noch dran erinnert. Alter Stollen, genau. Stimmt. Das war auch gleich hier. Ich meine doch. Ja, da hatte ich denn gesagt, das machen wir denn wann anders. Macht ja auch Sinn. Ah ja, hier war... ah ja, okay, gut, hier waren wir. Dann werde ich hier ein Save machen, dann weiß ich, ob das wir hier weitermachen müssen. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn euch allgemein mein Enderer Let's Play oder meine anderen Let's Plays gefallen, dann freue ich mich natürlich auch sehr über ein Abo von euch. Und ja, bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis dahin. Ciao.